Hi Leute, willkommen zu einem anderen weiteren Durchlauf in Phasmophobia. Wir werden heute zu zweit dahin gehen, wo wir hingehören, weil wir sind total durchgeknallt und wir gehen nach Sunny Meadows. Wir werden mit zwei Beweisen hier unsere Untersuchungen anstellen. Das heißt, es wird ein bisschen schwierig, den Geist rauszufinden. Ich warte noch kurz auf meine Assistentin und sobald sie da ist, geht's los. Also, bis gleich, Leute. So, und da sind wir. Wir hüpfen rein, ab nach Sunny Meadows, wo wir hingehören. Hoffentlich kriegt sie nicht wieder einen Disconnect wie gerade eben in Tanglewood. Sonst bin ich wieder mal alleine auf einer großen Map. Ich meine, ich kenne es ja nicht anders, aber ja, zu mehreren macht es eben doch mehr Spaß. Hoffen wir mal, dass sie es schafft, in den Truck zu laden. Wo ist denn der Breaker? Oh, der ist dort. Okay, ist ein relativ guter Spawn. Ist nicht der beste, ist auch nicht der schlechteste. Smudge Stick, das muss ich machen. Die 2 und 3 kombiniere ich. Ghost Event. Dafür muss der Geist Bock haben. Ja. So, da sind wir und wir bereiten alles vor. Bis gleich. Okay, wir haben jetzt hier immer so einen kleinen Plan, den wir machen. Sie wirft noch ein paar Items vor die Tür. In der Zeit gehe ich schon mal zum Breaker Spawn, mache schon mal ein bisschen Licht hier drinnen an und immer schön dran denken, Klingeling machen. Ich habe vergessen, mein Audio laut zu stellen. Man muss hier natürlich sehr genau hinhören, um den Geist zu finden. Ich hatte gerade einen Lag. Ich hoffe, sie hat jetzt keinen Disconnect bekommen. Der Breaker ist hier. Bist du noch da oder bist du rausgeflogen? Bist du noch da? Oh mein Gott. Ja, ich bin noch da. Ich bin vor der Tür, meine Items am Einsammeln. Ach so, okay. Ich hatte nämlich einen kurzen Lag. Ich dachte, du wärst wieder rausgeflogen. Nee, nee, ich bin noch da. Show us, give us a sign. Tu mir mal einen Gefallen und nimm dir eine Kerze und ein Feuerzeug mit und ein Parabolmikrofon und dann stellst du die Kerze hier neben den Rollstuhl in die Mitte. Aber da habe ich keine Taschenlampe. Brauchst du nicht, ich habe hier schon alles hell gemacht und denk dran, hier die Klingel zu klingeln. Damit wir Glück haben. Man soll die Klingel immer klingeln. Wir haben hier ein Versteck. Moment mal, war das ein Timeout? Ich weiß nicht, habe ich die Kerze refreshed? Nee, ich glaube nicht. Ich muss das kurz checken. Ich check mal schnell die Temps. Ganz schnell. Schnelles Temp-Check. 14 Grad hier. 9 Grad. Ja, wärmt noch auf das Gebäude. Mal schauen. Komm, sei hier. Das wäre cool. Sei hier. Nee, du bist nicht hier. Okay. Falscher Alarm. Aber gucken wir mal kurz im Eingangsbereich, weil es kann manchmal sein, dass die auch hier im Eingangsbereich hocken und dann brauchst du gar nicht durch die ganze Map zu latschen. Okay, nee, er ist nicht hier. Oder sie. Ja, keiner da. Okay. Okidoki. Ist wahrscheinlich weiter weg. Okay, folgende Taktik hier. Warte, ich mache hier kurz das Licht aus. Da ist ein Versteck im Büro. Du tust dir die Kerze hier, wo das Thermo liegt, hinstellen. Setz dich auf die drauf und tust mit dem Parabolic Mic hier nach links und rechts ganz langsam dich rüberdrehen. Und dann sagst du mir, woher du irgendwelche Geräusche wahrnimmst. Ich gehe schon mal in den Keller und gucke, ob ich da was höre. Okay. So, mal schauen, ob hier irgendwas hörbar ist. Show us, give us a sign. Are you here? Das sind random sounds. Wir fangen mal links an diesmal, zur Abwechslung. Die Tür ist leicht offen. Are you here? Ich habe links eine Tür zugemacht. Show us, are you here? Sorry, Leute. Das hört sich an wie Schritte. Es ist ein bisschen dunkel jetzt für euch. Show us, are you here? Are you here? Show us. Ich habe hier gerade links eine Tür zugemacht, aber auch was gehört zur gleichen Zeit. Are you here? Show us, are you here? Where are you? Are you here? Are you here? Show us. Ich habe genau in dem Moment, als ich sie zugemacht habe, ging eine auf.
Are you here? Show us. Die ist zu. Ich glaube, es war sogar die Tür, die ich zugemacht habe. Are you here? Give us a sign. Okay, ich mache... Meine Kerze ging aus, das war vielleicht der Geist. Ich mache beide zu. Ja, der ist auf jeden Fall hier unten. Linker Flügel. Ich habe auch gerade was fallen hören. Ich zeig dir den Weg. Komm mal die Kellertreppe runter. Coole Ambient Sounds hier unten. Ich liebe sie. Ja, okay. Ich komme dir entgegen. Sorry Leute, es ist ein bisschen dunkel für euch hier, weil ich mache nicht alle Lichter an. Hier darf man nur 9 Lichter max anhaben oder 8. Guck, guck. Ich habe ihn gefunden. Was hast du gefunden? Ja, den Geist. Achso, ich hab... Nimm mal die Kerze in die Hand. Warte, ich hole kurz ein paar Items schon mal, zumindest die Kruzis und so und eine Kamera. Diese Kamera wollte ich nicht. Ich wollte Kruzis und eine Fotokamera, weil die machen ja immer gerne irgendwelche Spirenzchen, wenn man keine Fotokamera hat. Und so haben wir schon mal eine da. Okay, ich bin da. Dann komm her, hier geht's runter. Mit der Kerze müsstest du eigentlich die Treppe sehen können. Einfach immer an der rechten Wand halten. Die, an der rechten Wand entlang gehst du automatisch die Treppe runter. Ich habe jetzt nicht geguckt, in welchem Raum er genau ist. Also, stopp, nicht rechts, links. Ich sehe nichts. Ach, da bist du. Es ist Licht an, du müsstest was sehen. Hier wird es jetzt kurz nochmal dunkel. Hier musst du dich an der rechten Wand halten, um hier durchzukommen. Aber mit der Kerze müsstest du eigentlich was sehen können. Vorsichtig, diese Tür hier, die wird zugehen, wenn er huntet. Also immer aufpassen hier. Er ist entweder in dem Raum oder hier dem Raum. Das müssen wir jetzt mal testen. Ich habe hier auf jeden Fall eine Tür zugehen hören und was fallen hören. Ich glaube, er ist hier drin. Da, hast du das gehört? Are you here? Ja. Also ein Kruzi liegt schon mal hier. Ich tue ein anderes in den anderen Raum. Doch, das müssen wir holen. Ich glaube, er hat hier was geworfen im Raum nebenan. Ich tue mal hier auch ein Kruzi rein. Oh, war das bei dir die Tür? Ja, ich glaube schon. Guck mal. Okay, die Kamera liegt hier. Ich denke mal, das ist der Raum. Ich mache hier drüben das Licht aus, weil wir dürfen nur maximal 8 Lichter anhaben, sonst fliegt uns die Sicherung raus. Okay, du kannst deine Kerze hier vorne abstellen. Warte, ich zeig's dir. Hier, hinter der Tür. Hier stellst du die Kerze ab mit dem Feuerzeug. Das legst du direkt daneben. Mit F einfach platzieren. Feuerzeug daneben werfen und jetzt holen wir den Rest. Da war er wieder an der Tür gerade. Wir brauchen UV-Lampe gleich. EMF, UV-Lampe, das schnappen wir uns mal als erstes. Der Rückweg ist einfach geradeaus und dann zu den Treppen einmal nach rechts drehen. Es ist aber Licht an, du müsstest was sehen können. So, was nehmen wir jetzt am besten? Es ist jetzt ein bisschen Hin- und Herlauferei. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für alle. Wir nehmen hier die Dotzi-Kombo, wir nehmen die UV-Lampe und genau, ich schmeiß das ihr mal hier hin. Das kann sie alles nehmen jetzt. Ich nehme die und ein EMF ist schon mal sehr gut und... Also ich bin jetzt da, wo die Garte mit den Smudges liegt. Aber genau, da gehst du jetzt da rechts durch die Tür. Du gehst auf die Kerze zu und da ist rechts die Tür, das ist das Treppenhaus. Guck, guck, hier lang, folge meiner Stimme. Guck, guck, hier. Hier, hier. Wo läufst du hin? Wo bist du? Hier bin ich, hier. Ne, das war falsch. Hier, wo die Kerze ist, läufst du geradeaus und dann hier rechts, das ist das Treppenhaus. Hier geht's wieder hoch. Ach so. Ich habe dir da Dotzis ein Buch und eine UV-Lampe hingeschmissen. Bring die dann bitte mit. Die habe ich ein bisschen so, ein bisschen in das Gebäude reingetragen. Ein kleines Stück. Oh, die Kerze ist auch schon ausgegangen. Okay. Ich hoffe mal, dass der nicht so schnell huntet. Sorry, falls es ein bisschen laggy ist. So, haben wir hier ein Orbi. Kurz Licht aus.
Das war wieder die Tür. Okay. Where are you? Are you here? Are you close? Show yourself. What do you want? Why are you here? Are you here? Are you close? Where are you? Show yourself. How old are you? Are you a child? Are you old? Where are you? Okay, keine Spiritbox bis jetzt. Kann aber noch kommen. Wo ist das Feuerzeug? Da. Machen wir die mal wieder an. Dann haben wir so einen zumindest einen kurzen Sanity Boost, wenn wir hier durchlaufen. Weil ich will nicht zu viele Lichter anmachen. Wie gesagt, sonst knallt uns die Sicherung raus. Da muss man immer was vorsichtig sein. Aber wir haben ja Glück, dass wir den so schnell gefunden haben eigentlich. Ich kann mal versuchen hier noch. Okay, Sicherung ist noch drin. So. Ja, wir nehmen Sensoren auf jeden Fall noch mit. Und das Salz. Hier, das hier sollst du mitnehmen. Hier, der kleine Haufen hier. Hier, das Häufchen. Die Dots, das Buch und die UV-Lampe. Der hat auf jeden Fall die Tür ein paar Mal angetätschelt. Als nächstes muss eine Kamera schnell her. Okay, Beweise haben wir bis jetzt ja noch gar nicht. So. Oh, sorry, meine Maus ist zu groß für mein Mauspad, deshalb fliegt die manchmal ein bisschen so weg. Hatte ich im Geisterraum das Licht angelassen? Okay, das ist der Breaker. Er hat den Breaker gekillt. EMF rastet gerade total aus. War das gerade ein EMF 5? Wo ist die Kamera? Komm, bitte nicht handeln, bitte nicht handeln. Ich höre Schritte hinter mir. Aber er kann nicht handeln. So, die nochmal refreshen. So, dass die frisch ist. Der Breaker ist rausgeflogen. Ich gehe mich kurz drum kümmern. Bleib du entweder draußen oder irgendwo bei einer Kerze in der Nähe, damit deine Sanity nicht runtergeht. Ja, genau. Da geht's zum Breaker. Okay. Ich geh mal mit dir. Gin können wir schon mal durchstreichen. Gin wäre damit raus. Oder haben wir den Breaker überladen? Nee, das Licht ist noch an, ne? Ja. Das heißt, Gin kann raus. Okay. Hm? So. Sonst haben wir ja bisher noch gar keine Beweise, ne? Ich glaube, ich habe vorhin EMF 5 gehört. Ich bin aber nicht ganz sicher. Das müssen wir noch bestätigen. Okay. So, hier haben wir noch einen. Die Kamera brauchen wir. Ein Buch wäre auch praktisch. Und noch ein Smudge, nur zur Sicherheit. Davon kann man nie genug haben. Findest du den Weg zum Geisterraum? Ich hoffe, der lässt den Breaker jetzt mal in Ruhe. Nee, es ist links, nicht rechts. Das da, das ist der Restricted Ring. Wenn du die Treppe runterkommst, machst du direkt einen Schwenker nach links hier. Ach so, okay. Und gehst ja, geradeaus durch die erste Tür und dann durch die zweite Tür. Und dann ist das die erste Tür direkt rechts. Ist eigentlich ein einfacher Weg zum Glück. Also wir haben Glück mit dem Geisterraum. Okay. Ja, das geht ja. Nur ein bisschen blöd, wenn er huntet, dann sind wir hier mit dem eingesperrt. Oh, der ist ja schon fleißig hier rumgemarschiert. Hast du Fotos gemacht? Schon Footsteps? Ich mach die jetzt. Mach mal, ja. Ich hab keinen Platz. So, ich lasse jetzt das UV-Licht mal hier. Wie viele habe ich jetzt schon? Check mal die Tür, die hat er ein paar Mal angefasst hier. So zum Beispiel. Oh, EMF 5. Okay, ich habe mich doch nicht gehört. Check mal die Tür nach Fingis.
Der Gin ist schon mal raus, das ist gut. Guck mal hier auf der Rückseite. Guck mal, ob hier welche sind. Da sind sie. Ja. Genau. Perfekt. Fingies und EMF5, das sind unsere zwei Beweise, mit denen wir jetzt arbeiten. Und das war wieder der Breaker. Schmeiß die Lampe hier ab und lass uns schnell rausgehen. Komm hier zu mir. Komm hierher, links. Nimm dir die Kerze wegen deiner Sanity. Wir gehen kurz in den Truck. Die Dots hast du platziert, oder? Na Mist, wir brauchen die Dots. Dann muss ich das jetzt gleich einmal machen. Oh, jetzt geht der ab. Komm raus hier. Hier lang. Folgt meiner Stimme. Genau hier. Wenn du an den Stühlen vorbei bist, rechts rumgehen. So, jetzt müssen wir einmal raus, weil das wird langsam kritisch mit der Sanity. Der geht jetzt auch gerade ein bisschen ab, der Geist. Ich weiß nicht, wo meine Kerze hin ist und mein Feuerzeug. Ah, hier bist du ja. Wo ist mein Feuer? Kannst du mir hier oben mal kurz leuchten? Ich finde mein Feuerzeug nicht. Ich bin jetzt hier am Regal. Du musst schon jetzt herlaufen. Komm bitte die Treppe hoch. Ich brauche dein Licht. Hier hoch. Folge meiner Stimme. Hier hoch. Die Treppe hier. Ich sehe dein Licht. Ja, hier. Du hast die Treppe. Ich komme. Meine Sanity drained. Liegt hier irgendwo ein Feuerzeug? Siehst du das? Mist, kein Feuerzeug hier, ha? Komm raus, wir müssen raus. Nein, nein, ich bin noch da. Ein Glück. Hier, folge dem Licht. Andere Richtung. Hier lang. Hier ist der Ausgang. So. Jetzt müssen wir uns erstmal in Sicherheit begeben. Ist nur doof, dass jetzt keine Dots da unten sind. Obwohl, die brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Wir haben ja schon unsere zwei Beweise. Wir sind nah an der Hand. Ich dachte, du guckst immer meine Videos. Da müsstest du die Map doch auch kennen, oder? Ah, cool. Ghost Event haben wir schon. Ja. Cool. Etwas schon. Okay, ich überlege gerade, wie wir das jetzt machen. Hast du EMF5 und Fingerabdrücke schon mal bei dir eingetragen im Buch? Ich guck mal gerade. Nein, habe ich schon nicht. Also EMF5 und Fingies. Und Fingies, ja, genau. Du kannst schon mal direkt den Gin und den Goryeo durchstreichen. Gin, Goryeo, okay. So, das heißt, du müsstest jetzt auch nur noch Meiling und Obake dort stehen haben, ne? Ist so, ja. Okay, perfekt. So, wir müssten den jetzt noch einmal smudgen und wir müssen natürlich noch herausfinden, was er ist. Guck mal hier auf dem Activity Board. Hier siehst du gerade wieder so schön einen EMF5 hier. Der von 3 auf 8 hochspringt, das ist ein EMF5. Und da ist wieder einer von 5 auf 10, ist wieder ein EMF5. Ja, das ist ganz schön dabei im Moment. Wo ist mein Feuerzeug? War da vorhin kein Feuerzeug? Hier war kein Lärmflor. Nee, ich meine da, wo wir gerade eben am Suchen waren. Doch, müsste eigentlich schon das Gefühl war. Da oben, weißt du? Ja, warte, da muss ich eine Taschenlampe nehmen, weil ich will eine Kerze nehmen wegen der Sanity, weil ich will jetzt nicht sofort gehuntet werden. Wir brauchen eine Hand, ja, aber ja. Ich suche mal mit der Taschenlampe hier noch bei. Weil ich will die Kerze mitnehmen. Liegt hier ein Feuerzeug irgendwo? Wo habe ich denn das Feuerzeug? Vielleicht habe ich es unten hingetan beim Smudge. Warte mal, ich guck mal schnell. Bleib du hier oben? Okay, ich habe es gefunden. Ich bin blöd. Hier unten liegt's. Ich bin ein Vollpfosten. Hab's gefunden. Wir machen kurz den Breaker dann an. Geh am besten noch mal ganz kurz raus, damit deine Sanity nicht drained. Ich werde ganz kurz den Breaker dann anmachen. Okay, geh mal raus. Ja, wegen der Sanity, dass die nicht so schnell runtergeht. So. Smudgy haben wir dabei.
Du hast ja vorhin gesagt, du bist in so ein Regal gegangen unten im Keller, ne? Hörst du mich nicht? Ja. Da werden wir uns jetzt gleich verstecken und wir müssen hinhören, wie sich der Geist anhört. Das ist das Wichtige hierbei. Ach, ich häng fest. Okay. Also du kannst jetzt wieder ruhig reinkommen. Ich brauche eben nur noch eine Taschenlampe. Wo habe ich die vorhin hingeschmissen? Habe ich die, ich glaube, ich habe die unten liegen lassen, ne? Ja, ich habe die unten hingetan. Dann ab nach unten. Ja, zweiter Geist, nächstes Mal im Haus sind, ne? Ja, das wusste der ja schon vorher. Wir haben ja vorhin auch schon ein paar Mal geklingelt. Klingeling. Naja, aber wir haben zwischendurch das Haus verlassen. Jetzt sind wir wieder Service, please. So. Okay, ich bereite das Versteck vor. Das hier wird das Versteck sein. Merkt ihr das? So, und was wir brauchen, ist diese Lampe. Die schmeißen wir hier hin. So testen wir nach Meiling. Ich glaube, ich habe noch. Habe ich einen Smudge? Er huntet. Geh da hinten hin. Mach deine Lampe aus. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Ich lock ihn an, mach deine Lampe und alles aus. Hey, Ghosty! Hey! Boah, geht die ab. Oh mein Gott, die geht so ab. Ich glaube, die ist zu laut für einen Meiling. Ich glaube, das ist ein Owakel. Ich glaube, die ist viel zu laut. Die ist viel zu laut für mein Leben. Komm nicht hierher, Madame. Ich sag's dir, ich bin bewaffnet. Warum flackert meine Lampe nicht? Das Game ist buggy. Okay, sie war sehr laut, oder? Ja, war sie. Ich hab sie laut lachen Ich gehört. brauche auf jeden Fall noch einen Smudge. Wir müssen sie mal angucken während des Hans. Also das Kruzi hat sie wohl nicht aufgehalten, wie es scheint. Bleib lieber im Versteck. Ich könnte jetzt bei der Aktion, die ich gerade mache, draufgehen. Ich brauche nur einen Smudgy. Ich brauche nur einen Smudgy. Wo ist der Smudge? Da ist er, da ist er. Schnell raus hier, raus hier, raus Was hier. Für einen Geist soll ich denn eintragen? Falls ich jetzt draufgehen sollte, gib Obake ein. Ich will sie aber einmal angucken während des Hans. Ich will sie sehen. Scheiße, ich bräuchte noch einen weiteren Sensor. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe, den zu holen. Bleib im Versteck, beobachte. Okay, es ist das Kruzifix. Beobachte die Taschenlampe, wenn sie huntet. Ich versuche einen Sensor zu holen. Weil ich will das sehen, wenn sie durch die Tür kommt und so weiter. Denk dran, deine Elektronik auszulassen. Oh, sie hat die Tür hier oben zugemacht. Böse, lass die Türen hier auf, du. Hier werden keine Türen verschlossen, auch wenn das eine Klapse ist. Na, 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 na. Böses Ghosty Pants. Versucht uns hier einzusperren. Ich glaub's ja nicht. Hallo, Sensor, dich habe ich gebraucht. So, das ist ein bisschen Hin- und Herlauferei, ja. Aber auf Solo dauert die ganze Nummer hier noch länger. So, und ich habe die Tür wieder aufgemacht. Das heißt, wir werden sie zuknallen hören, wenn sie anfängt zu handeln, wie gerade eben. Und das war das Knallen. Ein bisschen zu früh, Mädel, ein bisschen zu früh. Ghosty! Boah, da kommt sie schon. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Komm schon, mach Shapeshift. Ist zu schnell, wow. Komm nicht hierher. Komm nicht hierher. Hier ist niemand. Ich sehe den Schatten. Ich höre noch die Schritte. Geh doch mal weg jetzt. Jetzt geht sie die Treppe hoch. Na super. Die ist laut. Die geht aber auch immer nach oben irgendwie.
Geht aber auch immer nach oben, ey. Schade, ich habe leider keinen Shapeshift gesehen, aber das Problem ist, sie ist immer so nah hier, weißt du? Deshalb ist es schwer festzustellen, ob das ein Myling ist oder nicht. Hast du auf die Lampe geachtet, weil ich war ja hier mit ihr, als sie auf mich zukam. Hast du die Footsteps gehört, bevor die Lampe anfing zu flackern? Also hast du sie schon vorher stampfen gehört? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann ist es kein Myling. Darauf müssen wir uns jetzt verlassen. Wir machen das so, geh wieder in das Versteck, beobachte die Lampe, die da liegt, mach deine aus und ich werde versuchen, mal einen Shapeshift zu sehen. Ich hoffe, sie macht mal einen Shapeshift endlich. Ich mach mal hier das Licht an, dann sehe ich sie vielleicht auch. Das Problem ist, ich muss sie über eine längere Distanz sehen. Das Problem ist, je weiter ich weg bin und je länger sie mich sieht, desto schneller wird sie. Deshalb wird das jetzt eine schwere Nummer. Also, was ich jetzt gerade mache, ist ein bisschen gefährlich. Ich versuche, den Shapeshift gleich zu erkennen. Kann sein, dass ich dabei drauf gehe. Also, mach im Zweifel Obacke. Sie huntet. Okay, mach. Okay, mach deine ganze Elektronik aus und nichts mehr sagen. Sie müsste eigentlich gleich kommen. Ich warte zumindest noch auf sie. Hallo? Okay, ich glaube, jetzt läuft sie irgendwo im Flügel rum, anstatt zu uns. Die ist einfach nur doof. Die weiß doch, die hat uns schon zweimal hier gesehen. Warum kommt sie nicht wieder hier hin? Die weiß doch, dass wir hier sind. Ghosty! Hey, we're here! One way! This way! Ghosty! Hey! Ich kann nicht sprinten, deshalb... Ghosty! This way! Hello! This way! Jetzt kommt die nicht hier rüber, ich krieg einen Affen! Ghosty! We're here! Yes, come! Come, come, I hear you! Get over here! Komm schon. Get over here! Shit. Ja, jetzt war der Hunt leider zu Ende. Der geht schon eine Minute, aber eine Minute reicht nicht, weißt du? Ja. Die Schritte waren hörbar. Hast du sie schon gehört vorhin, als sie jetzt gerade da reinkam? Kurz vor Ende des Hunts. Ja, habe ich. Und die Lampe hat nicht geflackert, oder? Nein, gar nicht. Okay, ja, dann ist sehr wahrscheinlich ein Obake. Ich will aber den Shapeshift einmal sehen. Auch wenn ich dabei draufgehe, es ist mir egal. Ich glaube, sie huntet wieder. Ich guck mal kurz. Nee, sie huntet nicht. Sie hat, glaube ich, das Kuzi angefressen oder macht irgendwas. Aber macht zur Sicherheit schon mal alles aus bei dir. Übrigens, mit dem Lichtschaltern kann man immer... Mit den Lichtschaltern kann man immer testen, ob da gerade ein Hunt läuft oder nicht. So als kleine Randinfo. Deshalb seht ihr manchmal die Leute hier so dran stehen, um zu gucken, ob ein Hunt losgeht. Die machen einfach nicht nur irgendwelche Shenanigans, die machen das wirklich, um zu gucken, ob der Geist huntet. Ich glaube, sie frisst gerade das Kruzifix. Dauert noch einen Moment, bis sie kommt. Das Doofe ist, wenn sie huntet, geht diese Tür dazu. Das heißt, ich kann sie noch nicht mal so sehen. Ich muss also hier hin, weil ich ja nicht sprinten kann. Und hier warten, ob ich sie so sehe. Deshalb mache ich da jetzt auch das Licht an. Ich will einen Shapeshift sehen, weil sie hat ein weibliches Model. Der Vorteil am weiblichen Model ist, sie könnte sich zum Beispiel in das Kind verwandeln. Oder wenn sie wie gerade eben so mit dem Rücken läuft oder krabbelt, dann fällt es natürlich sofort auf, wenn sie mal kurz eine normale weibliche Form annimmt, wie zum Beispiel die Karen-Form oder die liebe Omi. Ich will nur einmal den Shapeshift von ihr sehen, weißt du? Deshalb warte ich jetzt noch auf eine Hand, aber irgendwie lässt sie sich drum bitten. Ja, aber gab's keine Lust, ne? Sie huntet immer noch nicht. Ich glaube, die frisst gerade die Kruzifixe auf, die da liegen. Oder sie hantiert mit irgendwas. Unsere Sanity müsste im Arsch sein. Ich glaube, wir werden die Tür da hinten auch zuknallen hören, wenn sie anfängt. Ist hier eigentlich ein Versteck? Ja. Hier ist auch ein Versteck. Cool. Ich gehe lieber dahin, weil dann kann ich sie länger anschauen. Ich höre schon wieder ein EMF. Sie huntet immer noch nicht. Was ist denn das? Vorhin hat sie übers Kruzifix hinweg gehuntet und jetzt frisst sie es nur auf. Komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Hoppi, hoppi. Falls ich drauf gehe, du kennst den Weg nach draußen, ne? Ja. Ich glaube, jetzt huntet sie. Ja, sie huntet.
Hey, Ghosty, hello. Hey. Okay, sie kommt. Sie kommt, sie kommt. Ich kann sie kaum sehen. Komm schon, mach ein Shapeshift. Komm schon. Ich glaube, sie hat einen kurzen Shapeshift gemacht, aber ich konnte es nicht erkennen. Sag mal, ich habe Push to Talk, du kannst mich nicht hören. Jetzt geht's wieder die Treppe hoch. Jetzt ist sie wieder oben. Jetzt macht sie oben alle Türen zu. Okay, ich habe leider keinen Shapeshift sehen können. Vielleicht kann ich es später im Video angucken. Vielleicht hat sie einmal die Form gewechselt. Wir müssen jetzt raus, weil ich habe keine Smudgies mehr. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Aber du sagtest, die Lampe, die hatte später erst geflackert. Die Schritte hast du vorher gehört, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann ist es kein My Ling, dann ist es ein Obacke. Dann nochmal Bimmelim machen, kurz bevor wir gehen. Ach, hier ist der letzte Smudge. Komm, mach das raus, Bus. Das wäre es jetzt auch gewesen, wenn sie dir die Tür zugeknallt hätte, wie bei mir letztens. Das Problem ist, wenn sie die Treppe hochgeht, ist das manchmal schwer zu sagen, ob das ein My Ling ist oder nicht. Hey, guck mal, unsere Sanity ist aber noch gut beisammen. Ich dachte, wir wären bei null, solange wie wir da rumgehangen sind. Das ist ja krass. Ja, stimmt. Okay, dann kannst du Obacke eintragen. Ich muss mal in dem Video später gucken, ob sie vielleicht die Form in diesem Zwischenflur gewechselt hat. Das kann ja sein. Habe ich, ja. Eine okay. Glory. Komm mal ab, ja. Ja, dann kannst du Abfahrt machen. Okay, mal schauen, ob wir recht hatten, wir zwei Noobs hier. Aber wir haben echt Glück gehabt mit dem Geisterraum, dass der direkt in dem Flügel die erste Tür war. Das war schon eine gute Position, auch jetzt für Obacke und sowas. Was? Was? So ein lauter My Ling? Die Haar so laut? Hä? Die ist doch da durchgestampft wie eine Elefantenherde. Was ist das denn? Das ist ja bescheuert jetzt, ne? Das kapiere ich auch nicht. Deshalb hätte ich noch 10 Jahre gucken können, bis ich den Shapeshift sehe. Der Knochen war übrigens im Backhaus. Ach so. Naja. Ja, super, naja, ey. Ja, das Problem ist, wenn die Treppe hochgeht, du hörst ja immer noch das Gestampfe, wenn die über dir läuft. Da ist das ja schwer festzustellen. Also da hat die Taschenlampe wohl doch erst geflackert und man hat die Schritte dann erst gehört. Ja, kann sein. Naja, ist ja. Na, okay. Soll solch eine Lehre sein. Immer doppelchecken, sowas. Immer doppelchecken, Leute. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.